Oh, herrlich. Ja, und vor allem, dass es funktioniert hat. Ich hätte jetzt nicht drüber lachen können, wenn wir aufgewacht wären und da wären fünf Rote gewesen. Ohne Witz. Einfach mittendrin stand nur dabei. So. Okay, dann hau ich mir mal so ein Prep-Meal rein, ja? Weil die Dinger findest du ja auch wie Sand am Meer, ne? Vielleicht noch ein paar Cornflakes, weißt du, für den Geschmack? Ach ne, jetzt ist war ein bisschen Verschwendung, ne? Was mache ich denn? Jetzt hau ich mir die Rahmennudeln auch noch rein. Super. Immer toll, wenn man Taschen aufmacht und nur Blödsinn drin ist. Blödsinn! Warte mal, ich höre irgendwas. Da ist einer hinter dir. Au, der hat mich! Der hat mich! Der, ich liege! Ich liege! Yugi, einen wunderhübschen. Nein, wunderschönen guten Abend. Ich laufe um dich rum. Ich richte dich auf jetzt. Jo. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Er ist genau hinter dir. Ich lieg schon wieder, oder? Nein, nein, ja doch. Du auch? Und es sind noch andere Typen da. Ja, wir hätten Medizin nehmen sollen, ja. Wir wollten hier auch gar nicht bleiben. Wir wollten ja eigentlich weiter. Wir sind, glaube ich, hier im übelsten Egeldorf gelandet. Ich wollte hier doch gar nicht hin. Ich weiß nicht, wo mein Dings ist. Ich habe es hinter gesehen, hinter mir ist es. Ich muss hinter uns sein, Ja, weil ja. vor uns sieht man es nirgends. Moinsen, hi, grüßt euch. So, sorry, ich will eigentlich nur durch. Wo geht's Ich denn habe hier so zur ein nächsten Gefühl, dass ich Raststätte? gleich wieder hin will. Entschuldigung, entschuldigen Sie, ich habe hier gar nichts verloren. Ein bisschen Nimm unten. den Rucksack mal ein bisschen schneller, Mann. Lauf, Zappes, lauf! Was meinst du, was ich gerade tue? Oh, in die ganz andere Richtung. Ich versuche mal mehr zu dir zu finden, ja? Immer schön Bogen, ne? Oh, hier sind überall Typen. Ja. Ach, der Schneckele. Der Schneckele kommt mit der Pistole auf dich zugelaufen. Ja, danke, weil hier sind überall Typen. Schnell, magst du mal schießen? Na, Schnecke, zu dritt haben wir sie ja ganz gut im Griff. Vorsicht, Vorsicht, da hinten kommt noch einer. Ein schneller, kleiner. Oh, alter Schwede, ey. Schaut gut aus, ne? Ich glaube, das war die beste Entscheidung des Tages, ihr einfach die Knarre zu geben, ne? Absolut. Das war eine Weltidee. Oh. Boah, Mann. Nicht schlecht. So, warte mal, hier ist unsere Hütte gewesen irgendwo, unser kleines, unser Zelt meine ich. Oder? Nee. Da hinten rechts. Wow, vor uns ist einer. Mäuschen, magst du mal kommen und schießen? Ja, komm, da wo ich hinzeige, da willst du Bum Bum machen. Sagen, wir gehen einfach weiter, Zappes. Da kommt einer auf dem Weg. Zwei kommen, einer kommt schnell. Ich muss, warte mal, ich nehme mal ganz kurz Tabletten noch. Oder? Ist da jemand? Nee. Oh, das sollte ich auch. Danke für den Oh Hinweis. nein, ich habe keine Tabletten. Wow, da kommt einer schnell rein!
keine Tabletten mehr. Ich gebe dir gleich welche. Ah, ich bin tot. Hinter dir ist einer. Das war die Notbremse. Stell dich auf jetzt. Ja. Schnickele ballert. Okay, er ist genau hinter dir in einem Baum gewesen. Er kommt hinter dir an, glaube ich. Nee. Er hat Schneckele umgelegt. Vorsicht, Zabel ist hinter dir! Dankeschön. Ich glaube, der hat es hinter sich. So, dann gebe ich. Oh. Wenn sie noch schießt, ist wohl irgendwo noch einer, oder? Ja. Ich würde dir jetzt gerne mal Medikamente geben, aber. Ja. Gib mir mal schnell. Ja. Da kommt einer vor uns, Vorsicht! Okay, jetzt gib's mir jetzt, genau. Ich hab dir mal drei rübergefetzt. Okay. Bin am Heilen. Oh, und ich hab Hunger und Durst. Da muss ich jetzt mal was gegen tun. Oh, da kommt einer. What the was war das denn jetzt? Au! Keine Munition mehr. Hier stecken noch Pfeile drin in den Tüten. Hier liegt irgendwo was. Da. Ich nehme gerne meine Pfeile wieder, Leute. Bin mittlerweile voll der gute Schütze geworden in dem Game. Warte mal, ich mache mal ganz kurz noch mal weitere Pfeile. Okay, das muss reichen. Okay, Zebes. Ich habe schon wieder diesen Systemlast 100% ja? Bei mir. Schon wieder? Mhm. Ja. Meinst du, das kommt vom Spiel? Ich habe in den letzten Tagen auch immer mal wieder gehabt. Immer nur, wenn ich längere Zeit irgendwas auf Steam gespielt habe. Das ist ein wow! Das Spiel selbst geht sogar noch recht gut. Da merke ich es nicht großartig. Liegst du, oder? Ja. Dann stelle ich dich jetzt gleich wieder auf in 3, 2, 1... Ich habe noch nicht mal gesehen, wo er war. Ich sehe ihn da hinten im Kampf mit unserer Freundin. Ich nehme mal schnell Tabletten. Ich auch. Sie ist wieder da. Er kommt rum, außenrum, hinter dir. Da drüben irgendwo. Sehen. Das ist der andere. Vorsicht, von der anderen Seite kommt einer. Kommt schnell rein. Zwei von denen. Was ist denn hier los? Zum Glück hat Schneckele die Knarre. Ey, die haut voll ordentlich rein, du. Ja, die macht ganz gut was. Also heute kriegen wir aber noch mal was für unser Geld. Lego Mio, ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich mal zu dem Punkt, den wir eigentlich die ganze Zeit erreichen wollen. Muss irgendwie hier sein. Nee, das ist das Grab. Ja, es wäre wahrscheinlich total hilfreich, eine Schaufel zu haben. Dann könnte man das jetzt hier aufbuddeln. Was
ist doch nicht das Grab hier, das, oder? Doch, das ist der Punkt. So. Mir ist nichts. Das ralle ich nicht. Oh, der hat ihn einfach mal erschossen, weißt du, lief da so, so und moin und so, und dann bam, weg. Also, wenn ich dieses Spiel nochmal spielen sollte, I'll make sure, dass die erste Pistole bei ihr landet. Die kann damit mehr anfangen als ich, wobei sie kommt halt leider nicht in die Höhlen mit, ne? Bitte? Was hat... Sie kommt halt leider nicht mit in die Höhlen, ne? Nee. Das leider nicht. Das, aber es macht zur Base-Verteidigung wäre das trotzdem überragend gewesen. Ja, aber ich sag's mal so, wenn ich Singleplayer spielen würde, würde ich ihm meine Pistole nicht geben. Außer du hast eine Schrotflinte. Außer ich habe eine Schrotflinte. Weil mit einer Schrotflinte ist der ganze Tag besser. Das stimmt. Das ist... Oh, Vorsicht! Ich glaube, wir sollten hier echt weggehen. Ich glaube, hier laufen gerade irgendwie gefühlt 3 Dörfer zusammen. Hier ist echt ein Nest irgendwo. Und die haben alle diese Hardcore-Panzerung. Wow! Aber ohne die Hardcore-Panzerung sind sie ganz schnell nicht mehr so hardcore. Ja, ja. Aber ich glaube, wir sollten hier echt wirklich weg. Zeberenio! Lass uns mal nach Hause gehen. Ich komme mir auf eine der letzten Medizinen in dem Städel und komme dir dann hinterher geeilt. Hallo? Huch. Waren wir hier schon? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon mal waren. Wir waren hier einmal, ja. Munition! I've got Munition! Jetzt kann ich aber nichts mehr anfangen. Warte, nee, doch, ich kann dir die Munition geben, warte. I give it to you, give it to you. Okay, ja, gerne, danke. Wo ist sie denn? Wo sind die Munition? Ja, Druckerharz. Da, Flinten. Okay, ich würde sagen, du kannst jetzt mal bei Zeiten hier den Ballermann rausholen. Lecker Munition, mal die Wumme reloaden. 10 Schuss auf jeden Fall startklar. Oh. Also, gut. Ich glaube, sie hat gerade ein völlig neues Selbstverständnis entwickelt, ja, seit sie die Knarre in der Hand hat. Ja, sie wirkt plötzlich irgendwie gelöster. Ja, doch. Also auf keinen Fall mehr so ängstlich wie früher. Ihr braucht zuerst eine Schaufel, um das Grab zu öffnen. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Auf dieser Insel irgendwelche Gräber aufzumachen, ist, glaube ich, die dämlichste Idee, die du haben kannst. Oder mutig, das liegt mit dem Gefallen nah bei. Es hängt ein bisschen davon ab, wie es ausgeht. Ja. Was am Ende eigentlich egal ist, wenn es schief geht. Ja, wenn es schief geht, war es dämlich. Ja. Vielleicht ist auch dämlich mutig. Ich find's doof, dass Kevin eigentlich keine Schaufel standardmäßig dabei hat. Wir müssten eigentlich ziemlich bald unsere Hütte sehen. Oh. Juhu, was ist das denn? Sieht das also aus, wenn man hier die Gräber ausleert. Ja, siehst du, und deswegen sage ich, das ist nicht. Alter, der. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ein Blazer. Was? So was trage ich ja nicht mal in echt. Ich komme mir vor wie der letzte Leichenfledderer, der hier rumläuft.
Du bist der letzte Leichenflöter, der hier rumläuft. Ja, das ist möglich. Okay, let's go. So, was haben wir hier noch? Seile. Noch mehr Seile. Ja, also die Art von Sachen, die ich hier gerade einsammle, sagt mir, dass ich mir gerade mal ein bisschen Bone Armor zusammenklappe. Wo ist Schnecke der jetzt eigentlich hin? Bone Armor klingt für mich aber auch sau angenehm gerade, ehrlich. Wir können die Jacke, können wir ihr geben? Oh, das wäre geil. Findest du? Weiß ich nicht. So, zweimal Knochenrüstung habe ich jetzt auch. Geil. Jo, ebenso. Gut, gut, gut. So. Tavis, du bist ready? Fast. Ich sehe nur gerade, es gibt hier noch eine Kiste voller Geld, die habe ich noch nicht gelootet, das geht natürlich nicht. Nee. Und eine Holzkiste, die habe ich noch nicht kaputt gemacht, das geht natürlich auch nicht. Right, right. So, jetzt. Okay, dann let's go. Ich glaube, die Richtung, die wir laufen, stimmt. Ich habe bloß die Befürchtung, wenn ich mich ganz richtig erinnere, kommen wir entweder durch das Dorf von denen oder wir kommen am Dorf von denen vorbei. Beides ist so möglich. Beides wäre auch slightly suboptimal. Mal schauen, ja. Jo, da ist es, ne? Wir umgehen rechts, würde ich sagen. Da unten ist unsere Baustelle. Mal so aus Neugier, wie viele Leute sind denn da gerade drin? Drei große und ein kleiner. Warte kurz, ich hab gerade noch eine geile Idee, die ich die ganze Zeit schon testen wollte. Stimmt zu weit, aber ich will es einfach mal wissen, ob es geht. Wollt's gerade sagen, jetzt wird die Seilgun zum Einsatz gebracht, wa? Ja. Ja, und jetzt? Wie geht das? Muss ich das jetzt runternehmen? Ach, ich muss das runterbringen. Ja, vielleicht bringt's dann Zappes was. Mal schauen. Ja, also ich sag's mal so, bis jetzt ist das Seil für mich hier noch nicht sichtbar. Also. Ah, jetzt! Seil vorhanden. Nee, ne? Doch. Sehr schön. Das ist schon echt geil. Ja, und solche Funktionalitäten, das Spiel kann das halt. Und dass das allein möglich ist, sowas wünschte ich mir in so vielen anderen Games einfach auch. Dass du ja, das ist ein geiles Feature, das gefällt mir. Und vor allen Dingen, und jetzt pass auf, ich gehe mal kurz nochmal hoch. Gib mir eine Sekunde. Im Übrigen, jetzt sind hier Fische drin, ne? Also jetzt scheint wohl dieser Fischbug sich gelöst zu haben. Ah, cool.
Ah, wenn die von Anfang an drin gewesen wären, wären wir lange Zeit nicht von unserer Basis weggegangen, glaube ich. Ja, wir hätten uns am Anfang halt auch zehnmal leichter getan, glaube ich. Glaube ich. Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Warte mal kurz. Muss man natürlich noch einen Baum finden. Ich habe jetzt mal eine kleine Idee. Ich mache jetzt zwei Sachen. Ich nehme einen Stamm und hänge den mal an das Seil dran und schicke den runter. Ja, von hier oben. Das will ich sehen. Warte. Kommt. Und jetzt mache ich noch eine zweite Sache, weil ich die ganze Zeit schon wissen wollte, ob diese ganze Aktion eigentlich völlig sinnlos war. Wie geil ist das denn? Der Stamm fällt am Ende nicht etwa runter und liegt dann vor dem Ding, ja? Sondern der fliegt auf dem Trajectory von dieser Leine einfach nach hinten weiter. Also wenn da jemand gestanden hätte. Ja? Oh no! Man Okay. könnte dadurch wahrscheinlich auch Fallen bauen. Geil. Ich habe jetzt gerade mal eine Idee. Ich bin nicht sicher, ob es klappt. Und zwar, wir haben ja hier bei dem Dorf von denen war ja hier der Flusslauf, der Bach. Ja. Und meine Überlegung war jetzt gerade, in den Bachlauf von hier oben einfach Holz reinzuschmeißen und den runterfahren zu lassen. Ich wollte dir nur mitteilen, dass diese Seillinien noch was können, was wir nicht dachten, dass sie können Du würden. kannst wieder rauf, oder? Geil. Ich bin hier gerade oben und hier ist ein ganz hässliches Vieh. Aber ich habe jetzt wieder Munition. Was war denn das? Ich schieße da gerade auf was. Oh ja, Lego Mio, das ist so ein ekelhafter. Das ist so ein Doppelter. Die waren auch sonst nicht hier. Nee, eigentlich nicht. Oh no. Wie viel brauchen die denn? Muss mal los, ne? Also, ich hab Termine noch. Au! Ich glaube, sie waren, sie sind erledigt. Damit haben sie was mit meinem Munitionsvorrat gemeinsam. Oh no. War nicht so schlimm. Okay. Aber dass man diese Seile auch wieder hoch kann, Das finde ist ich. halt. Und jetzt stell dir vor, du spannst über diese ganze Berggeschichte bis nach oben durch oder allgemein über die halbe Insel solche Seildinger. Mit so Plattformen, wo keiner hoch kann, außer du. Ja. Mir wird es schon reichen, ja, im Dorf von den blöden Viechern, wo man respawnt, wenn man kaputt geht, einen Endpunkt zu haben. Ja. Oder zumindest einen schnellen Fluchtpunkt, Ups, ja. Ja. Wollen wir doch schnell die Armor looten? Armor? Von dem hier. Achso, Armor. Klar, oben. Soweit ich rausgefunden habe, von wo. Ich bin hier. 3, 2, 1, go! Klingt so ekelhaft jedes Mal. Also richtig widerlich. Da liegt so viel Blattzeug bei mir drauf. Jetzt mal ganz kurz meine Arbeitstheorie, die ich hier gerade verfolge. Die hat Lücken. Ah, ich sehe schon, das mit dem Holzflößern läuft noch nicht ganz so. Vielleicht muss da einfach nur genug drauf, damit das geht. Ich glaube, der Fluss hier ist wahrscheinlich zu klein oder so. Weil das war nämlich die andere Geschichte, wo ich mir gedacht habe, naja, das wäre ja auch geil gewesen. Hier oben zu fällen, dann schmeißt er das da rein und dann kommt das halt irgendwann unten an. Ja, ich glaube, dafür bräuchte man einen größeren Wasserlauf. Das Ding hier ist zu mickrig. Ich schmeiß den jetzt mal zu und guck mal, was passiert. Wir werden von Mutanten-Bibern überfallen. Vielleicht.
Also es scheint wohl so nicht ganz genau so zu gehen. Der große Fluss hätte es wahrscheinlich geschafft. Ja, das vermute ich auch. Nicht drüber hinweg, dass man bei dieser krassen Seilbahn auch wieder hoch kann. Das würde ich jetzt, warte mal, das probiere ich jetzt. Ich gehe mal, fahr mal runter und wieder hoch. Also um wieder hochzukommen, musste das Seil anvisieren und die Taste gedrückt halten einen Moment. Yeah, Geronimo! Das sieht geil aus. Yes! Flop. Eigentlich musst du einen riesen Kopfschmerz kriegen. Und wieder rauf! Geronimo! Also, du bist halt sau schnell, ne? Also, kannst hier so wirklich Schnellreisepunkte dir bauen, ja? Von dem du so ähnlich wie in Satisfactory quasi diese Tubes, wo du wirklich super schnell vorankommst. Also, das mit dem Ding so über die Karte einmal drüber, ich meine, wir sind jetzt nicht weit, ne? Also, das ist schon weit. Aber es ging ja auch deutlich weiter noch. Ja, aber da könnte man sich so ein richtiges Reisenetzwerk von den Dingern spannen. Ja. Immer so auf Plattformen, die von unten nicht erreichbar sind, kommst du überall hin. Da brauchst viele davon halt, ne? Ja, das schon. Aber das taugt mir. Und wenn im Grunde genommen könnte man immer an den Endpunkten jeweils eine Basis bauen. Genau. Und dann kannst du zwischen deinen Bases hin und her reisen. Ich meine, dann musst du natürlich alle Bases zumindest in Sichtweite bauen. Oder Unterschlüpfe oder wie auch immer. Vielleicht auch mehrere kleine, so drei, vier kleine, gefolgt auf eine größere oder sowas. Also sowas könnte ich mir schon vorstellen, ne? Dass du dann wirklich hier so sagst, okay, ich habe jetzt hier drei so Mikropunkte, ja? Und die werden gefolgt am Ende von einem größeren Unterschlupf, der wirklich dann auch Lagerflächen bietet und sowas halt. Aber du bist sehr, sehr schnell unterwegs. Baumhäuser dazwischen, das wäre auch eine interessante Nummer. Dass du so zwischen Baumhäusern zack, 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 ja? Immer so weit, wie es halt gerade noch so geht, hin und her fährst. Mit einem Eingang und einem Ausgang aus dem Baumhaus, das kann man ja freilassen, ja? Dass man gerade so mit der Seilrutsche in das Baumhaus reinkommt. Und auch davon wieder weiterkommt, also dass du dann wirklich so ein wirkliches Netzwerk hast. Könnte ich mir halt schon geil vorstellen. Du bräuchtest halt wahrscheinlich unfassbar viele von diesen, wie heißen die Teile hier oben? Seilrutschenseilen. Ich habe jetzt drei davon noch. Ja, also wir könnten jetzt theoretisch das Netzwerk noch um drei Stationen erweitern. Aber jetzt stell dir mal vor, du willst irgendwo, oder du musst irgendwo auf der Karte hier hin, ja, und kommst zumindest schon mal von hier aus bis zur nächsten Base rüber. Ja, weil ich habe ja, es ist jetzt Multiplayer, ich habe auch noch drei von diesen Zipline Ropes, also genau. Zusammen könnten wir da schon ein ziemliches Gebiet abdecken. Also ich denke, mit den drei Stück von mir plus den drei Stück von dir, wenn wir das ein bisschen geschickt machen, ich meine, wir haben das Limit ja hier gar nicht ausgereizt, wir sind jetzt einfach nur von dem ziemlich niederen Punkt am Wasser unten nach oben gegangen. Das könntest du ja noch viel weiter eskalieren. Also wir müssten jetzt von dem Punkt eigentlich mehr oder weniger nach links hochgehen. Beziehungsweise, ja doch, wir müssten jetzt von dem Punkt eigentlich mehr nach links rüber gehen. Wobei das ja egal ist, ob rauf oder runter. Wir dachten ja nur, es ist wichtig nach oben, ja. Richtig. Man könnte natürlich auch gut solche Sachen machen, wie beispielsweise hier von den Verteidigungsanlagen rüber zum Haupthaus. Genau, oder aber du baust dir wirklich sowas wie ein Baumhaus da oben hin, ja. An irgendeinen der Bäume als erhöhten Punkt, ja. Und gehst von dort aus zum nächsten maximal sichtbaren Baum. Ja. Ja, geil. Und wenn du letztendlich da wo Kevin jetzt ist, das ist ja, glaube ich, nicht unsere Base. Unsere Base ist ja auf halbem Weg, da wo der grüne Punkt ist in der Nähe. Zwischen dem grünen Punkt und dem roten Punkt. Da müsste eigentlich die Base sein. Und da ist ja so ein Mikrosee. Das müsste der sein. In die Richtung ungefähr, wo ich schaue. Ich glaube, der Fluss, den wir hier den wir haben, das ist quasi so ein Fluss, wo auch Baumstämme transportiert werden könnten.
Wie viele Baumstämme können auf einmal per Seilrutsche ins Tal gebracht werden? So viele, wie du tragen kannst. Also ich nehme an, du kannst zwei hintereinander dranhängen, dann musst du die nächsten zwei greifen. Im Prinzip kannst du maximal, ich glaube, was waren es, 50 auf einmal bewegen, weil dann wird es vom berechnet das Spiel das nicht mehr. Dann scheinen die wohl zu despawnen, in Anführungszeichen. Aber am Wasser haben die auf jeden Fall auch was gemacht. Ich sehe es von hier gerade. Das Wasser sah vorher nicht so aus. Es verhält sich jetzt auch ein bisschen anders. Das Lustige ist, dass du wirklich in jeder Folge sagst, dass das Wasser geiler geworden ist. Ja, schon. Aber das ist auch geiler geworden. Die scheinen auch jedes Mal ein bisschen an den Shadern zu sehen. Das stimmt ja. Weil schau mal her, dass das Wasser so diesen hier macht, das hatten wir vorher nicht so. Nicht so extrem. So, hier hattest du doch irgendwo Baumstämme hinterlassen. Ja, hier den Flusslauf hoch. Ja, weil ich gebe mir jetzt gerade mal den Spaß, ich probiere das jetzt mal aus, so eine Tree-Plattform zu bauen. Ah! Aber wo sind denn die ganzen Bäume? Ach, da. Wenn schon die letzte Folge ist, wenn nicht jetzt, wann dann? Kann ich da hoch? Das geht wahrscheinlich erst, wenn man den letzten Schritt macht. Da kommt nämlich noch ein Seil dran. Ein Stamm hoch. Seil ist dran. Ja. Da komme ich da jetzt hoch. Ah ja. A drücken am Seil, dann klettert er hoch. Cool. Hoppala. I'm behind you. Ja, du hast mich runtergeschubst. Das stimmt gar nicht, ich war ganz weit hinter dir. Ja, du Schubser. Ja, und jetzt stell dir vor, klemmst jetzt hier mit dem Seilrutschenseil was an und spannst es zum Beispiel, warte mal kurz, lass mal schnell auf der Karte gucken. Maximal müsste man halt eine Schneise schlagen. Also müsste man halt schon ein bisschen freiräumen. Weil sonst siehst du es ja nicht. Aber die Zielrichtung wäre es ja, in diese Richtung weiterzugehen. Ich meine, das ist natürlich jetzt suboptimal, ne? Das wäre sinnvoller, natürlich hier einen hohen Turm zu bauen und von dort aus weiterzugehen. Ja, also das Ding hier war jetzt auch bloß gerade im Baumfreistand, wo ja, ja. Deine Antenne waren. Das hätte ich doch mal nicht da gebaut, aber... Wäre ja trotzdem eine sinnvolle Option, wenn jetzt so ein schon erhöhter Baumstamm irgendwo ist, den einfach zu nutzen, ja, um die Plattform sehr einfach zu sparen, weil es mit so einem Seil ja auch einfach 10-mal einfacher ist. Hey, das Schneckele! Und ich bin mir relativ sicher, dass die Typen da nicht hochklettern können. Das glaube ich auch. Also, was ist los? Ich kann ihr klamottentechnisch kann ich ihr nichts geben. Das würde ich jetzt im Moment tatsächlich am liebsten. Die arme Frau friert doch. Ja, ich kann ihr. Wir haben ja diese eine Jacke, aber die kann ich ihr nicht geben. Ah, warte mal, ich habe noch einen Blazer eingesammelt. Ja, vielleicht. Genau, den meine ich ja. Oh, nee, geht nicht. Ja, tut mir leid, Maus. Ich hätte was gegeben, aber... Nee. Ja, gut. Mhm. Ja. Was sagt sie? Sie hat irgendwas mit Daumen hoch. Daumen hoch ist gut. Top Deluxe, ja. Ja, ich würde sagen, wir fliehen mal vor der Dunkelheit, wa? Jetzt haben wir ja schon eine riesen Seilrutsche gebaut, jetzt nutzen wir sie noch nicht mal. Hm. Irgendwas ist ja immer, ne? Ja, aber die Lichtstimmung ist auch besser geworden. Also es wirkt nochmal ein bisschen dunkler, finde ich. Beim Regen vor allen Dingen. Oh, ja, das Matterhorn oder was das da ist. Ja, Lecco Mio, schaut das gut aus, ne? Haha, fett. Ah, ist schon schön, ne? Also ist schon echt schön. Boah! Krass, hast du es gesehen? Blitz! Gut. Alter... Das sah gut aus, der ist genau so Richtung Bergspitze eingeschlagen. Ich habe halt gerade genau dahin geguckt und dann kam so dieser Blitz runtergezubbelt. Mega schön. Ach, wie herrlich. Ich
ich bin tatsächlich, weil ich die Idee auch mal hatte, ja, den Microsoft Flight Simulator mal auszuprobieren, ja, und der muss ja auch ganz, ganz tolle volumetrische Wolken haben. Ja, Und weil überhaupt die Grafik von dem Ding sieht bombig aus. ich habe das noch nie wirklich gespielt, also noch nicht viel. Und habe das meistens nur bei klarem Wetter und so halt, ne? Aber ich wollte das mal in Live-Bedingungen testen, also mit echten Live-Wetterdaten. Das fand ich mal sehr, sehr spannend. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, Microsoft Flight Simulator habe ich einmal 20 Minuten angespielt und Ja, so ungefähr ist auch meine bin dann Erfahrung. zu dem Schluss gekommen, das ist kein Spiel für mich. Ja, ich glaube, da muss man Zeit für haben und da auch voll Bock drauf haben. Boah, meine Runde pennen, wa? Jo. I'm ready. Also ich wüsste wirklich zu gerne, was mir hier 8 CPU-Kerne komplett belastet. Also wie gesagt, verrückterweise läuft das Spiel noch einigermaßen brauchbar, das ist schon okay. Obwohl es jetzt auch anfängt zu rucken. Ich weiß nicht, was da los ist. Schläfst Jetzt wieder kurzzeitig im grünen Bereich gefallen. du gerade oder? Nö. Sollte ich? Ja. Ach so, Du hast ja ja. gerade vorgeschlagen. Ja, ich bin wirr. Ja. Ach, herrlich, jetzt ist der Regen vorbei. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass das muss man beobachten, ob das bei anderen Spielen eben auch so ist. Also es ist mir aufgefallen, definitiv dasselbe Ding mit Valheim, aber es ist erst so nach mehreren Stunden, weißt du? Ja, Also, ja, und das ist das Fiese, es lässt sich dadurch halt auch überhaupt gar nicht gut reproduzieren. ja. Mhm. Schön hier. Ja, ist wirklich hübsch. Ach, herrlich. Ja, Zabes, das war heute unsere letzte Sons of the Forest Tour. Ja, Schön war's. aber also heute haben wir wirklich auch mal für unser Geld die entsprechenden Schlägereien bekommen. Das ist Ja. viel Spaß gemacht, Fand ich auch. definitiv. Fand ich auch. Ich fand's wirklich schön. Es hat also ein schönes Spiel. Wie gesagt, ist noch viel offen. Man muss noch viel machen. Aber an sich ist mein Fazit phänomenale Grafik. Wirklich, wirklich schöne Grafik. Unten läuft so ein ekelhafter rum. Auf jeden Fall, es nimmt dich mit. Es nimmt dich auf jeden Fall sehr mit. Die Gebäudebausachen, die Technik, wie es funktioniert, ist schon absolut geil. Gerne in anderen Spielen auch mehr von sowas. Auch die Modularität mit Seilrutschen und solchen Geschichten, dass du das völlig frei alles machen kannst. Super, super geil. Ich wünschte mir auch andere Materialien. Zum Beispiel, dass es halt nicht unbedingt die Holzwand sein muss, sondern auch eine Steinwand vielleicht als sein kann. Oder ein Steinfundament oder so. Solche Sachen. Oder stell dir das mal im weitesten Sinne weiter vor. Du hast, der kommt hier hoch im Übrigen, Zabis. Du hast sowas wie, dass du Lehm oder sowas abbauen kannst und das dann brennen kannst. Dann kannst du halt Ziegelwände bauen oder sowas in die Richtung. Also da könnte man noch so viel mehr machen. Oder dass du hier Sand schippst und dann Glas baust oder und dann Fenster wirklich zumachen kannst, weil die gehen ja momentan noch gar nicht zu. Oder ähnlich wie ein Icarus, dass du wenigstens für Fenster, so ähnlich wie bei der Tür, eine Klappe bauen kannst. Ja, Ja. dass die Fenster nicht immer offen sein müssen. Das wären halt so Sachen, so kleine Sachen, die mich jetzt einfach nur mitnehmen würden. Und ja. Genau. Was ist der Ich denke Plan? mir halt, wenn ich jetzt einer von den, Mhm. wenn ich einer von den Entwicklern von dem Game wäre, hätte ich es wahrscheinlich jetzt auch so aufgezogen, dass ich erstmal ziemlich exakt das, was wir jetzt gesehen haben, mache, ja, weil ich finde, so als Preview auf das Game ist das echt super. Ja. Aber sie müssen vor ganz sicher in irgendeinem Bereich sich so richtig spezialisieren. Also entweder, dass es das geilste Baugame aller Zeiten wird mit einer leicht vorhandenen Hintergrundstory oder dass es das geilste Storygame aller Zeiten wird, wo du auch noch ein bisschen was bauen kannst. Aber in irgendeinem Bereich müssen sie noch richtig.
Ich denke, da geht's auch Wobei ich hin. glaube, das muss gar nicht mal der Kampf sein, weil den haben sie erstaunlich gut im Griff. Ja, der läuft ja. Der funktioniert ja jetzt schon. Also die Gegner verhalten sich ja auch so unberechenbar, dass du jetzt nicht vorhersehen kannst, in welche Richtung einer gerade läuft. Und die, das machen die ja. Oh, da ist jetzt auch so ein ganz widerlicher gerade da vorne, so ein Zweigeteilter. Also jetzt kommen die aber auch hier echt nah ran. Oh, Aloe Vera, Dankeschön. Also, was ist das jetzt hier da unten? Das war doch früher nicht so. So einen haben wir hier noch nie gesehen. Also ganz offensichtlich ist es tatsächlich so, dass das Spiel so deine Progression schon trackt. Und wenn du es mal so einigermaßen drauf hast, dann kriegst du ganz fiese Kollegen. Oh, ich fliehe mal vor denen. Ja, Will komm mal ich rein. Komm eigentlich mal hier gar hoch. nicht. Der haut mich hier gerade tot. Ich pullen mal wohin, wo du ein Schneggele bisschen kommt tiefer bist. raus. Von Schneggele kann auch gehen. Los, Schneggele, gönn dir. Schneggele hat keine Pistole mehr. Doch, Doch, doch. jetzt. Ja, ich Wo sind wir dachte jetzt schon, hin? die Pistole war plötzlich aus ihrer Hand verschwunden, aber das ist wahrscheinlich quasi Reload. Der kommt gerade die Treppe zu dir hoch, weil Schneggele die Tür aufgemacht hat unten. Oh no! Er hat sich jetzt irgendwie wohl da festgeglitscht, wo innen die Treppe ist. Ich lasse mich noch ein letztes Mal töten. Oh, hier. Der ist einfach durch die geschlossene Tür Ah, der kommt durchgeglitscht. zurück! Auf der Tür wohlgemerkt. Jetzt hat er mich durch die Wand geprügelt. Also wieso der durch verschlossene Türen kommt, wüsste ich schon gern. Boah, da hatte ich aber episch weggehauen, ne? Ja, und was ich dabei festgestellt habe, okay, ich muss ein bisschen die Kritik am Rüstungssystem relativieren, weil wenn der einen trifft, dann haut er einem die halbe Energie weg. Ja. Mit der Rüstung halt so ein Dingelchen, ne? Nicht so wild. Oh. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ah, oh, jetzt weg. Icarus als Nachfolger am Donnerstag wäre nett. Nee, Donnerstag tatsächlich haben wir schon was vor. Oh ja, und es wird episch. Wir haben einen Termin quasi. Und zwar genau das, was wir auch vor dieser ganzen Sons of the Forest-Exkursion sozusagen gemacht haben. Nämlich, der Dienstag und der Donnerstag wird wieder zum Stationierstag. Und da sehen wir den Zappes, den Koblu, mich und den Pazibert. Übrigens ein sehr passendes Ende für diese Spielereihe. Ich habe gerade versehentlich Schnägele weggeaxtet. Oh. Oh. Tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Schnägele? Oh shit. Oh, ich warte mal kurz. Wir müssen. Wie viele Fische sind denn hier bitte? Einfach alle auf der Map oder was? Der Axtmörder. ja, nee, also das ist der Plan. Nächste Woche geht's Dienstag und Donnerstag wieder mit Stationeers weiter. Und das war tatsächlich unsere kleine Axtmörder-Aktion hier in Sons of the Forest. Jo. Dat. Sword Trip Schneggel. Jetzt habe ich Zwerg auch noch gekillt. Tut mir leid, Leute, das war natürlich völlig unabsichtlich. Dieses obere Dorf wird gerade von Mutanten überrannt. Ja, die haben ja einfach alle von den Eingeborenen hier umgebracht und haben dieses ganze obere Camp übernommen. Was? Bilden die sich ein? Ich komme mal hoch. Die sind ja einfach überall. Ja,
Ich muss doch mal los, Leute. Muss mal los. Hab Termine. Wann ist Big Ambition sein? Alles mit der Zeit. Da oben, ja, kommt einer rum. Kommt einer schnell? Oh, wie schnell der ist. So. Jetzt bin ich noch ein letztes Mal gestorben und das, mein lieber Zwerg, war das. Ich bin in die Freiheit gesprungen, nur.